Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Stranded 2. Ja, ich bin nochmal auf der Insel, bin mit dem Floß hergefahren und ich möchte wissen, was hier passiert. Bla bla bla, bring mich weg. Jetzt habe ich aber ein Problem. Juhu, geschafft, ich bin weg von dieser doofen Insel. Aber Moment, wo bin ich denn hier gelandet? Hier gibt's überhaupt nichts. Länger auf dieser Insel zu überleben, könnte eine echte Herausforderung werden. Ach Quatsch. Ach, wir sind doch eh schon gerettet. Tipps. Ah, ich hätte die Tipps vorher einsammeln müssen. So kannst du super leicht und ohne viel Arbeit Getreide ernten. Benötigt wird Fackel. Körner. Achte beim Einpflanzen der Körner darauf, dass du sie möglichst nah aneinander pflanzt, aber im größten Abstand zu Gebäuden oder Nutzpflanzen einhältst. Logisch, sonst brennt das alles ab. Wenn das Getreide reif zum Ernten ist, nimm die Fackel und schlage so lange auf die Pflanzen ein, bis sie brennen. Du musst nicht alle anzünden, aber ein paar in den Ecken und in der Mitte reichen aus. Du kannst irgendwas anderes machen, während du wartest. Wenn alles niedergebrannt ist, kannst du die Getreidegaben einfach sammeln. Achtung! Wenn das Getreide zu nah an Gebäuden und Pflanzen anbrennt, können sie auch Feuer fangen und niederbrennen. Ja. Oh, ein Spezialtipp. Hast du gerade kein Lagerfeuer zur Hand? Möchtest aber Brot backen oder Fleisch braten? Dann stell dich ins brennende Kornfeld und benutze den Gegenstand, den du zum Braten backen möchtest, einfach so, als würdest du am Feuer stellen. Geht auch bei brennenden Bäumen und bei brennenden Tieren. Ups. Habe ich das Mikro umgehauen? Habe ich noch was bei mir? Das ist ja auch interessant hier. Tipp 3. Backen. Brot backen. Körner mit Stein zu... Ja. Das habe ich alles schon gezeigt. Wenn du eine Kakaofrucht hast... Genau... Schokokekse, habe ich euch definitiv schon gezeigt. Ach, das ist eine ganz kleine Mini-Insel anscheinend. Okay. Tipp 1 Wasser. Erstens, Steine kann man auch durch genug Graben halten, wenn der Grabenskill hoch genug ist. Ja, habe ich euch glaube ich schon gesagt. Wenn du ein Netz oder ein Angel auf eine Palme einschlägst, nimmt sie weniger Schaden. So bekommst du viele Blätter sammeln, ohne dass sie blablabla. Blätter lassen sich auch mit Steinen auspressen. Ah ja. Oder was noch besser geht. Man nimmt ein massives Holz. Unkaputtbar. Das hier nicht. Hurra! Die Frage ist, was ich hier machen muss. Stein habe ich schon mal. Gibt es ja auch wilde Tiere. Ich habe leider bloß, habe ich jetzt schon gesagt, nur noch Zeit für eine Folge heute. Ich bin zeitlich immer sehr gebunden. Und morgen komme ich nicht dazu, also muss ich demnächst mal am Wochenende, denke ich mal, aufnehmen. Kein Platz mehr. Na ja. Geklappt. Hurra! Ich hätte vielleicht gleich hierher gehen sollen, das ist irgendwie cool. So stelle ich mir Stranden vor. So ein richtiger kleiner Überlebenskampf. Ach, ich glaube mal... Holz und so ein Zeug werde ich da vorne immer kriegen, automatisch. Aber die Frage ist, was soll ich hier machen? Goldkraut? Achso, wenn man wahrscheinlich ein neues Gold... Ich glaube, das kann ich dann mitnehmen. Drüben sind Fische. So nicht. Aua. Hm. Ach, hier kann man anscheinend überall angeln. Okay, was haben wir dann? Also Patrick Star, den werfe ich jetzt nicht mehr um. Kein Bock mehr? Schade. Lass dir gesagt sein, dass es sich lohnt, länger durchzuhalten. Wie auch immer, hoffentlich hast du was gelernt. Schön und gut, aber ich will ja weg. Ich bleib noch ein bisschen. Was habe ich denn gelernt? Hm, Tipp zu Muscheln wäre natürlich nicht schlecht gewesen, dass man den Schleim daraus essen kann. Oder dass einige Blätter im Sand fliegen können.
haben sich jetzt aber nicht gerade überhäuft hiermit. Also solche kleinen Inseln und so sperrig. Es ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, so eine Karte zu machen. Das halt wirklich nicht so einfach ist. Obwohl mit diesem... In der Extension Mod geht das dann mit den Köcher zum Beispiel nicht mehr. Dass man damit auf... man kann damit zwar auf Gegenständen einschlagen und es nimmt dann null Schaden. Aber der Köcher ist da nicht unzerstörbar. Mal schauen. Wie lange soll man denn hier aushalten? Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt einfach mal so lange wie geht. Irgendwas muss es ja bringen. Oder soll man da bloß was lernen? Ist das ein Zeittrigger oder so? Ich habe keinen Schimmer. Das ist, wie gesagt, das ist alles Neuland für mich. Und bevor ich hier meine Zeit vollkommen verschwende. Sehr gut. 15 Wasser. Ja, fällt mir aber ein, das heißt wahrscheinlich, ich hätte ja haufenweise... Ach nee, ich kann wahrscheinlich gar nichts mitnehmen. Angeln. Nehmen wir das auf die 2. Jetzt mal auf die 3. Fantastisch. Es hat geklappt. Er hat auch gesagt, dass man alles verliert, wenn man rüber geht. Wie komme ich jetzt da rein? Vielleicht muss ich da noch ein bisschen warten. Ich habe keinen Platz mehr. Ich fühle mich wie Robinson Crusoe. Der hat nämlich auch alles mögliche, was er auf seinem Schiff gefunden hat, mitgenommen. Bloß ich hol's jetzt einfach vom Strand, aber das kommt ja aufs selbe hinaus. Hier gibt's aber keinerlei Gefahren. Will man sich auch mal nicht beschweren. Und ich muss echt auf die Zeit achten, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen hier aufräumen. Bevor es dunkel wird. Auch im Spiel. Das ist eine sehr fleißige... Also wenn ich das nächste Mal in Urlaub fliege, werde ich das bestimmt auch immer am Strand machen. Eine sehr fleißige Beschäftigung. Baumstämme aus dem Wasser holen und dann am Strand stapeln. Was es bringt, weiß ich noch nicht, aber vielleicht. Also Holzvorrat ist gesichert. Stein auch. Stein kann ich von dem Wasserstein, von dem aktuell noch leeren Wasserstein nehmen. Das sind ja Lianenpalmen, also habe ich davon auch einen genug. Ein Vorrat, der groß genug ist. Was könnte ich denn machen? Haut habe ich nicht. Ach, die sind ja alle noch vorhanden. Ach, einen Hochsitz kann ich mittlerweile bauen. Ist ja toll. Unterstand, Hütte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich schlafe erstmal eine Runde. Nee, nicht die Banane essen. Was habe ich denn noch zu essen? Doch, ist doch die Banane. Ist das Holz wieder da? Nö. Also wirklich begrenzt. Nein, so nicht. Massives Holz, wie können... Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir das aufkriegen könnten. Kann ich es aufhebeln. Haha. Wie jetzt? Wir haben Wilzen. Das geht nicht. Ach, ich hätte es einfach nur öffnen müssen. Ja, das war die Idee. Einfach öffnen. Genau das habe ich gewollt.
Nein, ich dachte eigentlich, mit der Eisenstange kann man das ja auch aufhebeln. Erinnert euch mal an die Karte. Ich habe so den Namen vergessen. Brauche ich einen Schlüssel? Woher soll ich einen Schlüssel kriegen? Vielleicht von hier irgendwo. Hier sind so viele Fische. Angeln. Hier hätte ich vielleicht das anbringen sollen mit den Japanern. Das ist eine Folge vorher passiert. Ist ja eigentlich auch egal. Was mache ich jetzt den ganzen Tag? Außer hier ein bisschen angeln. Zum Henker soll ich den Schlüssel herkriegen? Warum macht mich das angeblich stärker? Ich sehe jetzt nicht unbedingt einen größeren Vorteil dadurch. Ich hätte auf jeden Fall gleich hingehen sollen, glaube ich. Ein bisschen Sushi. Vielleicht habe ich schon mal erwähnt. Ich habe, glaube ich, noch nie... Ne, ich habe noch nie in meinem Leben Sushi gegessen. Wäre nett, wenn... Also, ich will es auf jeden Fall noch machen, aber... Ich frage mich echt, wie das schmeckt. Ein bisschen widert es mich ja an, rohen Fisch zu essen, weil ich bin nicht so der Fischmensch. Sind das Piranhas? Ne. Ach so, deshalb ist hier... Aber, Andererseits soll es halt so lecker sein und Fisch ist ja allgemein gesund. Und ehe ich ein Schilddrüsenproblem kriege, esse ich lieber ein bisschen Fisch, auch wenn ich ihn nicht so sehr schätze. Man isst ja doch lieber gerne mal etwas Fleisch. Aber Fleisch ist gar nicht so gesund. Und das weiß auch eigentlich nahezu jeder. Wir wissen eigentlich, dass, wie man sich richtig... Nee, eigentlich weiß man mittlerweile überhaupt nicht mehr, wie man sich richtig ernährt, weil jeder sagt was anderes. Man muss eigentlich seinen eigenen Skill finden, aber ich kann euch sagen, wenn ihr zu viel Zucker esst, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Und zu viel Fett ist auch nicht gesund. Es bringt euch nicht um, wenn ihr mal ein, zwei Würste esst oder drei Steaks. Solange es ab und zu ist, ist das alles okay, aber wenn ihr jetzt euch jeden Tag, was weiß ich, ein halbes Schwein auf Toast gönnt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr mit 40 schon Diabetes habt. Oh, ich bin schon wieder hier. Ich dachte, hier gibt es plötzlich wieder was Neues. Wo soll ich den Schlüssel herkriegen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich aber trotzdem eigentlich die Kiste nutzen? Das habe ich wenigstens ein bisschen Platz wieder. Ich brauche alles, was ich aktuell nicht brauche und was ich habe. Ach, ich habe doch Körner. Vielleicht muss ich damit was machen. In der Extension Mod gibt es Zucker. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Zucker ist. Das sieht nämlich sehr ähnlich aus. Schön. Okay, jetzt haben wir schon mal die Nahrungsmittelversorgung gesichert. Nee, keine Steine. Eisen. Juhu. Ja, ein Spaten ist wichtig. Machen wir daraus nochmal. Ach, Moment, ich habe noch eine Eisenstange. Die Insel ist sowas von ein Spaß. Also Disneyland ist ein Scheiß dagegen. Da gibt es so viel, zum Beispiel den Angeltümpel und... Es hat geklappt. Die Spitzhacke brauche ich eh nicht. Und die riesigen Getreidefelder. Und die Tatsache, dass die Zeit alle ist. Was mache ich denn jetzt? Schlafen. Oh, da ist irgendwas gespawnt. Ey, es spawnen Schmetterlinge. Okay, aber um die kümmern wir uns das nächste Mal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.